Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Wir sind immer noch hier im Raum und wir haben immer noch hier die einzelnen Dinger, die wir machen müssen. Und diesen Brief habe ich noch nicht aufgehoben. Mama, bitte sprich mit Papa für mich, bitte. Er beantwortet meine Briefe nicht. Das ist kein Ort für mich. Die Männer sind grausam, das Land ist grausam. Ich flehe dich an, ich flehe ihn an. Und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um es wieder gut zu machen. Wenn er sich meiner nicht erfahren kann, dann frage ihn, ob er unseren Familiennamen wirklich hier im Staub aussterben lassen will. Mathieu. Ich befürchte, dass mir dieser Raum nicht weiterbringt. Schleichhölzer habe ich noch 7 Stück. Das ist ja mies. Warum gingen da jetzt auch die Lampen aus? Ach, die geht an. Habe ich es geschafft? Bin ich jetzt beim Funkgerät? Jasmin. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, dass man die ganze Zeit da rumrennt und dann die Briefe liest, wenn man eigentlich zum Funkgerät mag. Aber ich mach's. Der Ifrit ist ein Djinn aus Feuer und Flamme, die Rache, die einem Mörder gewünscht wird, unerbittlich, unaufhaltbar, der Untergang ganzer Städte. Er steigt aus der Trostlosigkeit empor, aus zerschlagenen Landen und sein Zeichen ist ein gleißendes Licht. Er riecht die Lebenskraft seiner Opfer und erfasst sie mit seinem brennenden Auge, bis kein Leben mehr zurückblickt. So wie eine Spinne eine Fliege aussaugt. Ein Dua al-Masalah. Masala. Ein Bittgebet und wahre Buße sind das einzige Schutz. Was haben wir da? Der Hatif ist ein Djinn des Rufens. Die einsame Stimme in der Wüste, der Ruf eines völlig Verlassenen und Hilfsbedürftigen. Doch die Stimme ist körperlos. Bloß aus Luft und Träumen gesponnen. Sie überfällt die Erschöpften und Geplagten und lockt sie von ihrem Weg ab in die Wildnis. Dort suchen sie umsonst verwirrt und durstig, bis sie nur bei Knochen und Staub sind. Ja, die ganzen Notizen bringen uns gar nicht weiter. Was ist das? Der nächste Djinn. Die aschende Mutter ist ein Djinn der Heilung und Beistands in der Wildnis. Sie ist wild und launisch und kann nicht herbeigerufen werden. Wenn ihr Mitgefühl geweckt wird, zeigt sie jedoch manchmal Güte und gibt den Sterbenden von ihrem Körper zu trinken, um ihren Durst zu stillen oder führt jene, die an den weichen Orten wandern. Ich meine, das ist alles hochinteressant und so, aber... War ich in der Küche schon? Anscheinend schon. Genau. Ich verlaufe mich da nur. Echter Wahnsinn. Für den Raum. Glaube ich, habe ich alles soweit. Oh mein Gott. Boah, das war scheiße knapp. Ich will nicht löschen, bin ich wahnsinnig? Alles, was ich will. Sind im Eimer irgendwas drin? Nee. Das Einzige, was ich will... ist das... Federarm-Bettgestell, Drehbank, Tretbohrer, stabiler Rahmen, Bank,
Binder vom Aufzug. Aufgabenbereich, es gibt einen Text. Was war das? Ach Mann. Aufgaben. So. Aha. Was heißt das? Weiter? Und da bin ich hergekommen. Was ist da? Mehrere tote Vordere. Melde tot, liegt bei Stopp. Verdächtiger einheimische Kapellenplan. Das ist ein Code. Ich würde ja gern. Was haben wir da? Lieferungsverzögerung in Kartibel. Sofort sind Stopp. APTM Lieferwurf Ende. Das ist irgendein Code. Kann ich nicht entziffern. Vordere Transfer Korb D Treffer Stopp. APTM Lieferungs Ende. Oder ist es Französisch? Lieferwurf. Natürlich auch sein. Ich habe fast keine Streichhölzer mehr, ey. Sind da welche drin? Ja, Gott sei Dank. Ich brauche keine mehr. Ach Gott. Ich muss doch irgendwie da reinkommen. Das geht doch nicht. Ich habe schon wieder einen ganzen Part verschaut. 10 Minuten lang suche ich mich da. Das ist schon schlapp. Okay. Nein, bleib du auf. So, mal wieder Energie tanken. Es gibt doch auf keinem Schiff sowas. Geschirr ist auf. Ach du Scheiße. Wie komme ich da rein? Am liebsten würde ich einfach den Stuhl da nehmen und da dagegen schneiden. Bam! Geh auf. Ist doch nicht. Wir bringen Licht ins Dunkel.
langsam darfst du keine. Ich zeichne mir jetzt demnächst echt einen Raumplan auf, ganz im Ernst. Ist da noch sowas in der Karte? Ah! Die Kugel? Okay. Warte mal, stopp. Oh, ich blick's gerade echt nicht. Das ist nur die Tür. Holy fuck. Gleich treten, ey, wenn die so einfach aus der Tür rauskommen. Das ist mich. Streichhölzer. Ich fürchte übles. Geblieben. This is no good. Ach, das war there must be another way to get upstairs. Aber warum will ich nach oben? Eine Richtung gibt, wo ich jetzt halt nicht einschlagen würde, weil sich das Funkgerät nämlich genau auf der anderen Seite befindet. Das ist oben. Würde den Teufel tun, wenn ich jetzt halt nach oben laufen wolle. Geht's meinem Kind gut? Okay, da gibt es echt eine Errungenschaft dazu. Oh mein Gott! Ich blick's nicht. Das sind die drei Djinns. Ernsthaft, Leute. Ich bin kurz davor, die Aufnahme einfach abzubrechen und zu sagen, ich mach's solo weiter, bis ich rausgefunden habe, wo es weitergeht. Das heißt, irgendwie geht's ja weiter. Wir sind ja an sich eigentlich auf einem guten Weg, aber alles in allem fehlt mir halt so ein bisschen der Plan. Was kann man da? Eine Winde, die auf den Seil aufgewickelt werden kann. Das funktioniert nicht. Warte mal, gab es nicht irgendwo. Es gab doch irgendwo so eine. So ein Seil, das nach oben gezeigt hat, aber ich glaube, das war gar nicht mehr hier. Oder? Irgendwo so ein Seil. Oder spinne ich jetzt? Was sind da? Streichhölzer. Zwei Stück in der Zahl. Also langsam habe ich, glaube ich, alle Streichhölzer gefunden. Da! Genau! Da kommt die Kugel rein. Nicht? Ah ja, okay, gut. Was? Hä? Was bringt mir das? Weiter. Hä? Oh Mann, was ist denn das?
Sind das die Sachen, wo ich brauche? Der Arzt. Okay. Ein Schweizer Arzt, klar. Logisch. Stanley Senior bestand auf einen Expeditionsarzt, weil seine Leute den Einheimischen nicht vertrauten. Habe ihm gesagt, dass wir eine Woche in Case verbringen werden, nicht drei Monate im Dschungel, aber davon wollte er nichts wissen. Also hat er diesen Typen mitgeschickt, das weiß nicht, wo ich. Weiß nicht viel über ihn, aber sie zahlen ihm bestimmt eine ganze Menge, wenn er dafür seine Praxis in der Schweiz zurücklässt. Er scheint sein Fach zu verstehen. Ob er mit Afrika zurechtkommt, das werden wir ja sehen. Aber wer zum Kuckuck hat denn das alles geschrieben? Yeah, he seems okay. Between you and me, I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Jetzt habe ich 8 Streichhölzer. Geht's da nicht hoch? Warte mal, kann ich das da hinlegen? Dann da wieder hoch. Ah! Toll. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich denke aber mal nicht. Wer zum Kuckuck schreibt mir die ganzen Notizen? Ah, Tür. Ja, da bin ich doch rein. Was läuft hier, ey? Blick's nicht. Okay, aber Leute, wenigstens haben wir die Kurbel gekriegt. Wenigstens haben wir die Kurbel gesehen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es bleibt wahrscheinlich ziemlich spannend und bin mal gespannt, wo uns der Weg noch weiterhin verläuft. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen und ganz im Ernst, ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Dann wünsche ich euch jetzt alles Gute und wir sehen uns dann hier wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Amnesia Rebirth. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran, alles Gute, euer Gerhard, ciao.